Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Mir hat leider noch mal eine Aufnahme zerlegt. Ihr habt aber wieder nicht viel verpasst. Wir gehen es kurz durch. Also, Punkt 1. Ich habe hier drin diese Rune gefunden. Das war einfach nur eine Vorlage für eine Rune. Ja. Eine gute Rune. Aber nur eine Vorlage. Also, ja. Nichts großartig Spannendes. Haben anschließend festgestellt, dass der Schlüssel für diese Tür direkt nebendran in dieser Leiche gelegen hat. Come on, wer erwartet das? Naja, wie auch immer. Das hier ist also dann der hintere Teil. Und hier ist noch mehr von dieser Pflanze. Hier haben wir dann gegen einen Riesen gekämpft. Also ein bisschen ausgeteilt, war im Endeffekt aber machbar. War nämlich alleine. Was uns zum Südeingang bringt. Wo wir wiederum einen Lagerplatz gefunden haben. Inquisitor. Hier oben war dann nochmal ein Riss. Wir haben diesen neuen Stab hier gefunden, den wir gerade tragen. Also wir haben ihn nicht gefunden. Mir ist nur wieder aufgefallen, dass wir ihn inzwischen tragen können. Hier war schon mal dieser Wichser. Der immer auf mich gestellt, auf die Warrior. Und außerdem auch noch ein weiterer Wiese. Der, wie ihr seht, inzwischen tot ist. Mein neuer Stab macht übrigens Eisschaden, wie man sieht. Wie gesagt, den hatten wir schon vor einer Weile mal gelootet, aber der war halt ein Fireman Level 14. Und ich hatte ihn vergessen. Das ist dein Ende. So. Dann in dieser Festung war der Typ, den wir die ganze Zeit gesucht haben, der mit V anfängt, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Da oben war ein Riss und da oben auch noch einer. Haben wir beide geschlossen, gab jeweils 2 Machtpunkte. Und wir haben die Quest abgeschlossen, alle Risse hier in den Westgraten zu schließen, was nochmal ein paar Machtpunkte gab. Aber ja, im Endeffekt war es nur Risse schließen wie jedes andere, also nichts, was man großartig verpassen nennen könnte. In der Festung war dann, wie gesagt, dieser Typ, der mit V anfängt. Wobei ich mich da ein bisschen rumgecheatet habe. Hier ist ein Venatori, die kill mal kurz. Hallo, bewegst du dich bitte? Danke. So, und der letzte. So. Eigentlich ist der Eingang von der Burg da vorne. Okay, klären wir den halt auch noch kurz. Es ist so schief, viele Tränke hier verbraten, ich gehe gleich zum Lager zurück. So, stirb, du Scheißviech. Danke. So. Sofort Echo-Rücken. Oder Echo-Rücken eigentlich. Ich finde es noch von anderen englischen, von anderen Spielen gewohnt, halt wie Lotto Schlau und Echo zu sagen. So, hier geht's rein. Da oben war das letzte Astrarium. Was uns dann zur Höhle geführt hat, der war ich aber noch nicht, also habt ihr auch da nichts verpasst. So, da oben war der Fatzke. Hier war doch mal eine Rune, die ich gefunden habe, wieder eine Runenvorlage. Und ja, da oben war das Astrarium dann. Ja, wir haben den Typen besiegt, wir konnten dann wählen, ihn zu töten oder ihn gefangen zu nehmen, um ihn dann in der Himmelsfeste zu verurteilen. Ich habe letzteres gewählt. Dialog gab es aber keinen. Und dann hatten wir noch ein Level Up. Aber nur wir bisher. Das kommt hier rein. So. Dann wollte ich als nächstes hier die Tür öffnen, weil von der Seite geht das. Und mich anschließend dann hier zu dem Lager porten. Und hier diese ganzen Quests hier mal abhandeln. Na gut, die hier vielleicht nicht unbedingt aktiv. Aber hier halt von dem Lager aus hier halt mal hier so ein bisschen was abklappern. Aber wie gesagt, jetzt wird erstmal die Tür aufgemacht. Sind die auch Fennecs oder sind die nur so ähnlich aus? Ich kann es nicht direkt anwählen gerade. Danke. Fennec. Ja. So, Türe.
Tore von Tod. Einmal beanspruchen. Und aufmachen. So, dann geht's einmal zu diesem Lager hier. Und hier ist auch gleich die Höhle von den Astrariern. Ich weiß gerade nicht bewusst, ob wir die schon gefunden haben. Aber hey. Also ich weiß nicht, ob wir schon ihren Eingang gesehen haben. Aber ist ja auch im Endeffekt egal, weil jetzt ist sie offen, darauf kommt's an. Also markieren wir sie auch kurz. Hier irgendwo. Toll. Okay, also hier irgendwo soll der Höhleneingang sein. Frage ist, wo? Wir sollten das Gebiet durchsuchen. Da oben? Also nicht die Höhle, aber der Loot, den ich hier finden kann. Ich komme nicht vernünftig hoch, also vielleicht von der Seite? Alternativ könnte auch unter mir sein, weil hier diese Treppe jetzt offen ist. Aber ich will da jetzt hochkommen. Und ich werde da auch hochkommen. Ah. Wieder nur Getränke. Und massenweise Käse. Was zur Hölle? Naja. Nicht wirklich wichtig, aber... Jetzt wissen wir, was es war. So, aber hier ist jetzt die Astrariumshöhle. Wir nach, was drin ist. Das ist eine komische Fackel. Mal gucken, wo die Rune dieses Mal ist. Hier schon mal nicht. Es hat einigermaßen Range in dem schmalen Gang. Hier sollte man es also relativ schnell finden. Verderbnis Aussichtspunkt. Das ist irgendwie nicht so wie die bisherigen Astrariumshöhlen, habe ich das Gefühl. Den Koffer kann ich nicht aufmachen. Schade. Da ist Lazurit, das nehme ich kurz mit. Noch mehr Lazurit. Das sah gerade von der Seite ein bisschen komisch aus als von vorne. Was auch immer das gerade gewesen ist. Ach, hi. So, was haben wir hier noch? Mosaikteil. Ich hätte zwar nie im Leben alle Mosaikteile von finden. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal ein Mosaik fertig bekommen. Meisterhafte Verzaubererpanzerung. Ich sag noch, ich brauche mal eine neue Rüstung. Ja, die ist so ein bisschen gut. Auch wenn sie lame aussieht. Kann man ja nicht transmoggen? Sehr gut, wenn man transmoggen könnte. Ja gut, dann haben wir das. Nächster Questmarker ist dann hier. Genau, das ist die Quest mit dem Wasser. Fackel sollte eigentlich ausgehen, wenn ich das Gebiet verlasse, aber gut, dann muss er halt hier fallen. Diese Entekette ist zwar komisch, aber irgendwie cool. So, Hyäne 1. Ne, Quatsch, das kann ich Hyäne Stachel rücken. Der gerade sein sehr schlechtes Ziel für seine Akku gewählt hat, wie ich hier kurz anmerken möchte. Aber er hat sich ja dann doch umentschieden, also sei es ihm verziehen. Man greift einmal das scheiß Pfennig an.
Und schon kriegen die sich nimmer. So, hier irgendwo muss es sein. So, weg mit dir. Komm her, Hundsleder. Ist das ein Venatori? Nee, das ist einer von unseren Leuten. Gut zu wissen. Was hat der hier verloren? My lady. Das war's schon. So irgendwie langweilig. So, Spuren der Kirche. Sarah. Ist gleich da vorne sogar. Oh, und hier kann man... Schickt. Dann fehlen hier bloß noch zwei Steinbrüche. Wann wir die finden sollen, ist zwar schleierhaft, aber... Sowas passiert ja sowieso eher nebenher. Paragon-Schimmer. Ach ja, ist das hier von Yamasen. Weiß ich gehabt. So. Die Spur führt weiter. Mal gucken, wohin genau. Really. Hol mal die Sehenswürdigkeit kurz. Geh ich da hoch? Hier rüber? Ja, sieht gut aus. Sah erst wie ein Höhleneingang aus, dachte, was? Hm. Da oben. Wie komme ich da hin? Oh, Heilelfenwurzel. Hm. Wie komme ich da oben drauf? Das muss irgendwie gehen. Oder es ist wieder eine Höhle unten drunter. Das kann natürlich auch sein. Nein, hier komme ich hoch. Aber auch nicht. Oh, hi. Ich glaube, er wurde gefeuert. Der chillt da unten jetzt sein Leben. Wie komme ich da hoch? Warte, da vorne ist noch eine Sehenswürdigkeit. Ja, lol. Okay, ich hier gerade eh nicht mehr hochkommen. Nehmen wir die Abkürzung und holen uns jetzt die andere Sehenswürdigkeit. Ist das Blutlotus? Ja, ist es. Oh, massenweise. Und Spindelkraut, ja gut. Das ist auch gut, weil das für dieses eine Sprengfeuer da ist. So, fehlen nur noch 7 Blutlotus. Forschungsvorräte. Mal sieh mal an. Jeanette, interessant. Das ist also Jeanette wahrscheinlich gewesen. Okay, Sehenswürdigkeit wird dann da unten sein. Dann gehe ich kurz da hoch und hole die Sehenswürdigkeit. Und diese Todeswurzel hier. Und noch mehr Blutlotus. So, dann hole ich kurz dich. Abkürzung. Ach was. So. Wo führst du mich hin? Weil ich meine, hier raus, hier wieder schnelle Reise. Ist ja bloß das da. So, da ist ein Gegner. Oh, wow. Spinne. Die ein bisschen mehr Schaden macht, als ich gedacht habe. Ich hab das echt nichts aus.
Noch ein Mosaikteil. Verlorener Götze. Ulbart. Elite-Söldner-Harnisch. Seltene mittelschwere Rüstung. Ich glaube, dass ich Sarah gemacht habe, ist trotzdem besser, oder? Hat die überhaupt die Rüstung, die ich hier gemacht habe? Ja, Rüstung des Tiefenjägers. Die ist aber besser. Ah, halt. Ja, Sarah ist keine Elfe, oder was? Ist nicht die Rüstung, die ich dir geben wollte, aber... Hä? Was soll der Käse? Du, das ist der Elfe. Wollt ihr mich verarschen? Elfe? Wieso? Hä? Was sollen die bitte sonst sein, wenn keine Elfe? Ein Zwerg? Also das war jetzt gerade echt hart weird. So, egal. Haben wir das? Geht's wieder nach hier? Und dann ab zum nächsten Hinweis von der Kirche. Hier irgendwo. Da unten müsste der sein. Alter, wie hustet die denn? Wie so eine alte Rockröhre. Ach ja, dich brauche ich nicht. Da diese schlechte Verbesserung nicht mal gebaut habe, weil ich nicht gerade was abging. Ja, ist angekommen. Wir müssen umkehren. In der Himmelsfeste weiß sicher jemand eine Lösung. Schwefelgrube. Gönnt euch. Nächste Kirchenspur ist da unten. So, da. Ob wir die Westgrate jemals abschließen werden? Antwort: Nicht, wenn ich dauernd neues, geiles Zeug finde. Ich gehe erstmal zu dir, ich hätte es eigentlich nicht markieren brauchen. Aber ich habe neues Zeug für dich. Und das gebe ich dir mal kurz, auch wenn deine Maske immer noch scheiße aussieht. Gewiss, Durans Theorie über das Verhalten hoher Drachen ist absurd, aber... ja? Wolltet ihr mich sprechen? Ja. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber... oh, ein Teil unserer Ausrüstung ist im... Falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Wir müssen... So. Fehlt auch, glaube ich, bloß noch eins. Werde ich es aber nicht aktiv suchen, glaube ich. Dafür ist das zu weitläufig. Jetzt mal gucken, wohin es die Kirchenquest führt. Weil das wirkt so wie was, was ein ganz interessantes Ergebnis haben könnte. So, da hinten. Ja, da ist es. Eiskrallenräuber, Gottes Willen, gibt's die auch noch. Und die haben wir wieder nicht im Fokus. Sehr schlechte Wahl, Kumpel. Und auch sehr ungesund.
Den hat es ein bisschen weggesammelt. Ach was. Das war einfacher, als ich gedacht hätte. Really? Ach komm. Fuck it. Ich habe eh das Gefühl, diese Kirchendinger wollen mich trollen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Was war das? Oh, Frau Kollegin. Was kann ich für euch tun? Ja. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Nun, da ich meine Rezepte wieder habe, kann ich einen Köder brauen, dem der hohe Drache nicht widerstehen kann. Ich habe fast alles, was ich dazu brauche. Allerdings fehlen mir noch Stachelrückeninnereien und die Schwanzfeder eines Phönix. Aha. Ihr studiert Drachen? Darüber würde ich gern mehr erfahren. Drachen sind faszinierende und weitgehend unerforschte Kreaturen, die jahrhundertelang als ausgestorben galten. Aber jetzt sind sie zurück. Die Nevarana haben ihr Brut- und Nistverhalten sehr genau dokumentiert. Aber bis heute hat niemand das Jagdverhalten hoher Drachen erforscht. Solltet ihr also auf irgendwelche Gurren-Kadaver stoßen, die möglicherweise von Drachen getötet wurden, würde mich das sehr interessieren. Okay. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Gottes Willen, mein Questmarker, was ist mit dir passiert? Wieso hat das dieses Symbol? Ach du Scheiße. Ja, wo zum Geier führt mich der Scheiß hin? Und warum jagt er mich so blöd im Kreis? Will ich eigentlich wirklich gegen einen hohen Drachen kämpfen? Ich glaube eigentlich irgendwie nicht so. Aber hey, für die Machtpunkte. Die Ödnis. Ja, mal kurz. Aber nicht lange. Wir sind nach da oben und rüber gegangen. Haben auch zum ersten Mal die Weißkrallenräuber getroffen, glaube ich. Es kann nicht mehr weit sein. Sprich, da hinten waren wir noch gar nicht. Mal schauen, was sich da findet. Auf jeden Fall mal als Wappen. Wie so eine komische Barriere. So wie Kerzen. Und ein rumspackender Phönix. Von dem wir noch eine Schwanzfeder brauchen. Den Stab weg. Schwanzfeder? Nee. Sowas ist in der Kiste drin. Zwergischer Felsbrecher. Kampfmagier Rüstung der Freischärler. So. Nicht wirklich eine Konkurrenz zu dem, was ich gerade trage. So, was erwartet uns hier unten? Tiefenpilze, kann man mitnehmen. Ich meine, warum nicht? So, was steht hier? Herstellung eines Phylakterions. Das ist interessant. Und Mosaikteil.
Tagebuch der Kirche. Wenn ich dann, wie alt das hier wahrscheinlich ist, ist das eine hochinteressante Aufzeichnung. Kommandantenrüstung der Templer. Die kann mit unserem Custom-Zeug aber, glaube ich, auch nicht mithalten, oder? Ich sage, eine Blutrüstung 43. Der Vulkanschlangenpanzer auch. Und die hat auch 143 gehabt, glaube ich. Oder 42 sogar. Nee. Was ist hier? Verstärkter Langbogen. 70. Ich bezweifle mal mehr als stark, dass der mit dem hier mithalten kann. Irgendwie benutzen? Nee. Ja gut, dann klappern wir mal die ganze Scheiße hier ab. Ich glaube, wir sind in den Westgraten noch eine Weile. So, erstes Target. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, was der Schock sagt. So, also. Das heißt, wir locken jetzt einen hohen Drachen an, oder was? Weil ich meine, wir hatten bisher zwei Begegnungen mit Drachen und haben beides mal derbe aufs Fressbrett gekriegt. Insofern, seht mir meine Skepsis nach. Wieso das dieses Quest-Logo? Ich dachte, das wäre bloß eine Sidequest gewesen. Anscheinend ja nicht. Da haben wir den ersten. Das fressen Drachen? Warum? Euer Experte war ein Schwachkopf. Dann hierhin jetzt. Noch Paragon-Schimmer. So, hier irgendwo müsste der Kadaver sein. Da. Ist das ein Stachelrücken? Jawohl. In meinen Zauber irgendwie nicht beeindrucken, habe ich das Gefühl. Lacht der gerade fest? Ne, jetzt hat er sich wieder. Na komm, stirb. Moment, sicher ist sicher. Unnötig Damage tanken müssen die jetzt ja auch nicht. Lässt der wenigstens ein paar in der Reihen fallen. Fänge. Ganz toll. So, egal. Nächstes Target. Wovon? Ach, von euch. Weißkrallenräuber. Nö. Brauchen wir jetzt. Hi. Wieso hast du auf den geschossen? Das ist mal alle töten. Ganz toll gemacht. So, zurück zu denen, die ich eigentlich angreifen wollte. Kommen wir nicht hoch, oder?
sah gerade irgendwie fail, dass die Markierung noch drauf war. Nicht rausjumpen? Langweilig. Ich dachte, der andere käme jetzt auch noch gleich irgendwo ums Eck geschissen. So, hier sind erstmal die Kadaver. Ach, euch nicht? Okay. Dann halt nur der hier. Hallo? Danke. So, und hier müssen wir jetzt nochmal was machen. Ah ja. Das heißt, hier müsste ich die Stachelrücken in der reinen Schrägstrich die Phönixschwanzfeder finden. Oh, die sind trotzdem zielsuchend, auch wenn derjenige unsichtbar wird. Das ist gut, das ist lustig und gut zu wissen. Feueressenz. Das nehme ich mal mit. Xiergürtel brauche ich gerade keinen. Der ist zahm? Lol. Elegant verfasste Notiz. Ach hier. Ja gut. Der Typ ist unser Gefangener. Wurfmesser braucht keine Sau. Und hier muss ich irgendwo die entweder Phönixschwanzfeder oder Stachelrücken in der Reihe finden. Das Einfachste wäre, wenn die Stachelrücken in der Reihe von Überraschung diesem Stachelrücken gedroppt werden würden, den ich da hinten gekillt habe. Das wohlgemerkt am Rand dieses Gebiets hier gewesen ist. So pingelig muss man jetzt aber auch nicht sein. Außer halt, ich soll hier die Phönixschwanzfeder holen. Aber ich weiß auch nicht, warum nur ausgerechnet hier die Phönixe Schrägstrich Stachelrücken das droppen. Ich meine, andere Phönixe haben keine Schwänze. Und andere Stachelrücken haben keine Innereien oder was. Nur die hier, oder wie? Soll ich das verstehen? Hi, Cassandra. Wäre ein bisschen arg am Rand von dem Gebiet. So funktioniert dieser Questmarker normalerweise eigentlich nicht. Ich weiß, Folge hat schon ein bisschen überlänger, aber ich will jetzt dieses Scheißdrecksding finden. So, und da vorne war der Stachelrücken. Das ist ein bisschen arg pingelig. Was ist ein Gegner? Bogenschütze, wie ich gerade sehe. Dein Pech, dass meine Geschosse zielsuchend sind. Das habe ich eben nicht gesehen. Ah, da ist drum. Aber von denen hat auch keiner so Interessantes dabei, wie es aussieht. Aber ganz ehrlich, ich bin hier eben vorbeigelaufen. Wie habe ich die nicht erwischen können? Oder sind die jetzt hinter mir gespawnt? Ja, auch nicht das erste Mal. Steck den Stab weg. Da ist eine Hyäne. Oder? Ja. Kill mal die halt auch kurz.
Ist ja ohne Witz, wo sind diese blöden Zutaten? Okay, folgender Vorschlag. Ich beende den Part hier. Und suche auf Screen weiter. Bis dahin, ciao.